Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13. Nun spielen wir gegen Queen's Park Rangers im Finale. Und ja, der ein oder andere Fan ist mittlerweile ein bisschen stinkig. Wir haben zweimal in Folge verloren, so urplötzlich. Und nun spielen wir also mit ein paar anderen Spielern. Nastasic darf zum Beispiel mitspielen. Wen haben wir denn noch? Also Nastasic darf im Mittelfeld, also im Mittelfeld sei schon in der Innenverteidigung spielen. Maicon darf dabei sein. Dann darf, Maicon darf dabei sein. Richards nicht. Dann darf noch Ascot darf in der linken Mittelfeld spielen. Linkes Mittelfeld. Linke Verteidigung. Linkes Mittelfeld für Sinclair, rechtes Mittelfeld für Nani. In der Verteidigung Yaya Touré, würde ich immer auch sagen. Nassi dürfen wir mal auch vorne spielen lassen, obwohl, nee, David Silva darf im Finale spielen. Vorne im Sturm Ibrahimovic und Chico. Ich würde mal sagen, wir tun mal auch jemanden anders ins Tor. Hart darf es nicht sein. Pantilimon darf im Tor stehen, denn... Obwohl Hart? Nee, komm, Hart. Hart darf sein letztes Spiel spielen. Sein vorerst letztes Spiel. Wir haben die Trainees durch. Ich würde mal sagen, die nächsten Trainees machen wir erst im nächsten Jahr, in der nächsten Saison. Das ist nämlich das Finale des Ganzen. Und dementsprechend versuchen wir jetzt einfach mal im Finale des Ganzen zu gewinnen. Wir spielen jetzt, im Finale, ja. Wir haben Queen's Park Rangers als letztes mit 5:0 vom Platz gefegt. Danach hatten wir eine Niederlagenserie, so zwei Niederlagen in Folge, so urplötzlich. Und, ja. Nun vielleicht die dritte Niederlage, wer weiß. Es wäre zumindest bitter, wenn wir im Pokalfinale gegen Queen's Park Rangers verlieren. Und ich glaube, der ein oder andere Fan wäre auch ziemlich traurig. Los geht's mit dem Spiel zwischen den Queen's Park Rangers und Manchester City im Finale des FA Cups. Willkommen aus dem FA Cup Finale in Wimbledon in London. Die Queen's Park Rangers haben das letzte Spiel gegen Man City irgendwie nicht gut gespielt. Man City seit dem Sieg gegen Queen's Park Rangers völlig von der Rolle. Nun heißt es mal mit A11 antreten. Das heißt also, heute geht es für alles oder nichts. Hart hält. Anscheinend hat man immer noch so ein bisschen den Wurm drin, ne? Denn die erste Chance galt der Heimmannschaft. Dzeko. Zu Ibrahimovic 1:0 für die Cities. Sie können wieder führen. Zlatan Ibrahimovic trifft zum 1:0. Der hat sich wahrscheinlich auch auf der Tribüne gedacht in den letzten Spielen, was machen die anderen Leute da bloß bitte? Was um Himmels Willen spielen die da? Und Ibrahimovic macht das 1:0 früh und ganz lässig. Zehnte Minute. Cissé, Park, Fehler und Nani ist am Ball. Dzeko zu Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, gehalten von Cesar. Freistoß. Und ein bisschen Sicht. Cissé und abgeblockt von Kompany. Phillips. Cissé zurück zu Phillips. Der zu Park. Und wieder abgeblockt. Nastasic rausgeköpft. Und jetzt geht's wieder mit Vollgas in die andere Richtung. Dzeko, Ibrahimovic abseits. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Vollgas. Aber man sieht zumindest wieder den Kampfwillen. Man in den letzten Spielen ein bisschen zu bedenken hatte, dass sie den hier heute möglichst viel zeigen wollen. Selber. Dzeko. Nani.
Ibrahimovic. Dzeko. Er macht nicht seinen 101. Sinclair. Und Sinclair 2-0. Alte Stärke ist wieder zurück. Sinclair als Mittelfeldspieler nach vorne mitgelaufen und trifft. 2-0, 39. Minute. Jetzt müssten die Queen's Park Rangers was machen. Denn anscheinend sind die heute wieder gut drauf. Anscheinend haben sie den Blues wieder weg. 2 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Maicon. Nani. Silva. Vielleicht die nächste Möglichkeit. Vielleicht das 3-0. Ibrahimovic. Sinclair Ibrahimovic aus der Drehung. Gut rausgeköpft. Jetzt die C. Nani. Und nicht gut in den 16er rein. Sekontermöglichkeit über Cissé. Schnell abgedämpft. Jetzt geht's mit Ibrahimovic nach vorne. 2-0. Queen's Park Rangers liegen zurück. Kann das Spiel noch gedreht werden? Die zweiten 45 Minuten. Nani. Ibrahimovic. Silva. Feld. Gibt es keinen Freistoß. Willett. Und macht er ihn? Nö. Dzeko macht ihn. 3-0. Der FA Cup Pokal ist in guter Nähe. In sehr guter Nähe. Das Spiel muss nur noch runtergespielt werden. Das 3-0 hätte Ibrahimovic machen können. Hat er aber nicht. 3-0, 55. Minute. Das haben die aus Manchester jetzt in den letzten Wochen nicht gezeigt, dass sie hier so schlecht dann noch spielen. Dzeko und das 4-0. Da wird Frust rausgeschossen. Obwohl fast keiner dieser Spieler jetzt auf dem Platz sind. Bei den Niederlagen dabei waren. Soweit ich das sogar überblicken kann, war gar keiner drauf. So, David Silva, da muss jetzt raus. Nicht, weil er zu schlecht war, sondern weil wir Nasri noch die Chance geben wollen, sich ein bisschen zu beweisen. Nach einer Stunde führt Manchester City mit 4-0. Und es macht sich ganz überraschend jemand an der Seite bereit für eine Einwechslung. Ibrahimovic, 5-0. Will man hier das zeigen, was man kann, dann muss man endlich mal wieder die Lust am Fußball sehen. Wechsel. Silva raus. Nasri rein. Wahrscheinlich eher ein taktischer Wechsel. Für alles andere könnte ich mich jetzt nicht überzeugen lassen. Park. Cissé kommt vorbei. Aber auch nicht allzu gut. Dzeko, Ibrahimovic, Nasri. Fällt und es gibt Freistoß. Freistoß aus einer sehr ungünstigen Situation.
Gab schon bessere Situationen. Park. Kommt vorbei an Sinclair. Aber das war's dann auch. Nasri. Ja, ja, Touré. Dzeko. Dzeko gegen César. Und Dzeko, der Verlierer diesmal. Das 5:0 wohl reicht. Es reicht den Queen's Park Rangers. Sie sind zwar die Verlierer, aber damit haben sie nicht höher verloren als in der Liga. Aber andersrum gelingt denen nicht den Überraschungsschlag. Obwohl, Überraschung darf man das jetzt ja auch nicht mehr nennen, weil Manchester City die letzten Spiele verloren hat. Nani. Zu Dzeko, aber der steht leider im Abseits. Das war's dann wohl mit der Torejagd in dieser Saison. Dann wird es jetzt wohl in die Sommerpause gehen. Denn dann ja auf einige Monate Fußball verzichten müssen. Sinclair. Nasri. Ibrahimovic. Läuft und läuft und läuft und macht das 6:0. Das Ding war schon entschieden, macht man aber jetzt zum halben Dutzend. 6:0. Den Ibrahimovic stoppt man nicht. Ganze Zeit im Zweikampf verhalten. Ich weiß nicht wie lange. Aber es waren bestimmt 20 Meter. 20 Meter im Zweikampf verhalten. Und trotzdem ist es vorbei. Manchester City hat den FA Cup gewonnen. Nach zwei Niederlagen, die eigentlich relativ unnötig waren. Gewinnen sie aber das entscheidende letzte Spiel der Saison und sind damit Titelträger von 3 Trophäen in dieses Jahr. Ja, 3 Trophäen haben wir gewonnen. Das müssen wir erstmal jetzt nächstes Jahr wieder schaffen. 6:0, wir haben 93 Millionen, also kommt Leute, wir können ganz viel kaufen, aber das haben wir ja dieses Jahr nicht vor, wir haben ja hauptsächlich vor zu scouten. So, wir haben alle unsere Saisonziele erreicht, ja, sowas nennt man sehr schön, erst recht, weil wir unser eigentliches Ziel auf 84 hatten, wir haben es auf 86 geschafft, das nennt man schon mal toll. Abgestiegen ganz traurigerweise ist Wigan Athletics, Swansea und West Brom, die sehen wir leider nächstes Jahr nicht. So, wir können wechseln, rein theoretisch, zu Liverpool, zu Atletico Madrid oder zu wir haben aber das höchste Budget eigentlich, wir werden verlängern. Ihr könnt aber auch noch, das will ich jetzt nämlich, ja, wir sagen auf jeden Fall zu, wir bleiben bei den Cities, wir wollen nämlich in der Saison den Titel verteidigen und das wollen wir, ja, wir wollen eigentlich alle 3 Titel verteidigen. Haben wir 3? Warte mal, 1, 2, 3, ja, 3. 3 Titel. Da wollen wir alle 3 verteidigen. So, welchen Sponsor nehmen wir denn mal? Wir nehmen den Sponsor, der eigentlich hier, der da. Weil wir, wir nehmen den da, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir nehmen doch den da. Oder? Den da. Den da. Wir werden zwar Meister, aber ehrlich gesagt, wir brauchen das Geld nicht so. Ja, Prestige und bla und bli und blub. Das ist aber schon viel. Auf 9 verbessern. Ach komm, um 5 verbessern, klar. Wir hauen ja die ganzen Spieler raus. Pokalsieg ist Minimum. Erste Runde überstehen ist klar. Und Liga, ja, Abstieg vermeiden ist auch klar. Wir versuchen die Liga zu gewinnen, den Pokalsieg und das Team um 5 zu steigern. Alles andere wäre so ein bisschen wenig. Wir haben, lass einen deiner Vereinsspieler Torschützenkönig werden. Triumphbogen, erreiche alle Saisonziele der Spielzeit. Verzierter Springbrunnen und ja, wir gucken mal, wen wir denn als nächsten Gegner haben, unter anderem.
wer denn aufgestiegen ist. Wir haben jetzt neu dazu Birmingham City, auch ganz nett. Blackpool und Leeds. Oh, Leeds haben wir dabei, das ist schön. Leeds freut mich, Leeds ist auch ein tolles Team. Und in der Champions League geht es gegen Real Madrid und gegen Mulde FK. Freut euch drauf. Ja, freut euch drauf. Freut euch drauf. Freut euch drauf. So, wie haben wir denn, also was haben wir denn jetzt überhaupt an Sachen? Wir haben schließt nach 4 Spielen. Super, das heißt, wir können jetzt wieder verkaufen. Wir verkaufen auch ganz viel. Und zwar, wir haben ganz viel Geld. Also, wir haben so viel Geld, dass wir eigentlich jetzt alle Spieler verkaufen können. Rein theoretisch, aber leider haben wir nur diese 12, die wir zur Verfügung haben. Ihr könnt also entscheiden, welche Spieler wir denn verkaufen sollten. Wir haben, ja, die Marktwerte, so ein bisschen sind die angepasst worden, so ein bisschen. Und wir haben so ein bisschen hohen Kader. Wijnaldum ist, glaube ich, einer der Neuzugänge, der eigentlich nie so gefruchtet hat. Aber das ist dann eben so. Und Lil und Pressure und Dolan, die möchte ich ungerne verkaufen. Also eigentlich die, ja genau, die 5 möchte ich sehr ungerne verkaufen. Würde ich sagen, bitte die nicht. Nicht, weil sie jetzt irgendwie so schwach sind, sondern weil wir die halt hochscouten möchten. Das, was ja eigentlich das Ziel jetzt des Ganzen ist. Die anderen, so die alten Stammspieler, okay, Flashman möchte ich auch ungerne verkaufen. Also Flashman ist ja auch ein gescouteter Spieler. Die anderen können wir eigentlich fast alle verkaufen. Neuer Job, genau, das wollte ich jetzt auch noch hinzufügen. Neuer Job, ihr dürft jetzt entscheiden, welchen Verein denn wir nächste Saison spielen sollten. Also nächste Saison bei FIFA 14. Jawohl, ich werde ja FIFA 14 spielen. Und es wird höchstwahrscheinlich wieder so einen Karrieremodus geben und einen Trainermodus und bla bla bla. Und wenn es sowas geben sollte, welchen Verein sollten wir denn hinzufügen? Einmal dürft ihr selber entscheiden, dann einmal meine Top-Friends, die so top sind, so top, 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 top. Der ein oder andere, der unter befreundeten Kanälen ist, ne, darf da ein bisschen mitreden. Und dann natürlich meine Wenigkeit, der wie letztes Mal hier Manchester City entschieden hat. Ich müsste mal überlegen, welches Team wir denn dieses Mal nehmen. Zu welchem Team würde ich denn gerne gehen? Also, Deutschland wäre schon genial, klar. Von welchem Team wollen wir denn gehen? Wir können auch mal nach Spanien gehen. Wir können nächstes Jahr nach Spanien gehen. Wo könnte ich denn, wo würde ich denn mich selber, nein, zu denen nicht. Wo würde ich mich denn selber gerne sehen? Mal gucken. Also Spanien, na, weiß ich nicht. Ah, ich weiß. Das wird lustig, erst recht, weil ich dann wahrscheinlich eher ganz wenig zu erzählen habe. Denn ich würde gerne persönlich zu Rubin Kazan gehen. Jawohl, Rubin Kazan. Ja, deine Traineranfrage wurde an dieses Team gesendet. Wird am Saisonende ausgewertet. Das heißt, wir könnten rein theoretisch zu Rubin Kazan wechseln. Das ist mein Vorschlag, Rubin Kazan. Euer Vorschlag, die nicht mit mir befreundeten Kanäle und einmal die mit mir befreundeten Kanäle. Supi. Ja. Part ist, glaube ich, zu lang. Habe ich mich schon verabschiedet? Nur wenn nicht, dann wir sehen uns dann zum nächsten Spiel, nämlich im Finale. Und ja, bis dann und tschüss.